Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video befasse ich mich mit VPN-Verbindung zu meiner Fritzbox in meinem Heimnetzwerk. Diese VPN-Verbindung brauche ich, um Daten aus meinem Netzwerk abzufragen. In diesem Fall zum Beispiel die Daten, die ich von meinem Zähler mithilfe des BitShake Smart Meter Readers auslese. In meinem eigenen Heimnetzwerk ist es dann mit meinem Smartphone überhaupt kein Problem, diese Daten zu erfassen und hier in diesem Browser, in dieser Browseransicht anzuzeigen. Bin ich jedoch außerhalb des Hauses, so brauche ich eben genau diese VPN-Verbindung, um dann auch genau diese Daten aus meinem Heimnetz abfragen zu können. Und genau damit setze ich mich hier auseinander. Ein Hinweis an dieser Stelle: in einem anderen Video habe ich erklärt, wie man diese Daten vom Zähler abliest. Einen entsprechenden Hinweis finden Sie in den Bemerkungen zu diesem Video. Die VPN-Verbindung kann natürlich für viele verschiedene Möglichkeiten genutzt werden. Unter anderem kann ich mit dieser VPN-Verbindung dann auch solche Daten abfragen, die ich mithilfe meiner sogenannten Ahoi DTU von meinem Wechselrichter auf meinem Balkonkraftwerk beziehe und ebenfalls in einem Browser sichtbar machen kann. Auch die kann ich nun mithilfe dieser VPN-Verbindung aus der Ferne abfragen. Um die VPN-Verbindung aufbauen zu können, muss ich sowohl meine Fritzbox entsprechend einrichten und auch mein Smartphone entsprechend einrichten. Zuerst nun zu der Einstellung auf meiner Fritzbox. Ich logge mich auf meine Fritzbox ein, gehe auf Internet, Freigaben, auf VPN und auf VPN hinzufügen. Nun muss ich hier die Art der VPN-Verbindung auswählen. Ich möchte ja mit einem Smartphone auf mein Heimnetzwerk zugreifen, daher muss ich an dieser Stelle anklicken. Für Verbindungen zwischen zwei Fritzboxen wäre diese Variante zu wählen und mit einem Firmen-VPN die Verbindung braucht diese Einstellung. VPN bedeutet übrigens virtuelles privates Netzwerk. Das heißt, ich befinde mich mithilfe der VPN-Verbindung quasi in meinem eigenen Heimnetzwerk über diese Verbindung. Und mein Smartphone kann dann so agieren, als würde es sich direkt in diesem Netzwerk befinden. Deshalb virtuelles privates Netzwerk. Habe ich die entsprechende Einstellung ausgewählt und auf Weiter geklickt, so werde ich umgelenkt auf System und Fritzbox Benutzer. Denn ich muss nun einen Benutzer anlegen, um eine VPN-Verbindung zu berechtigen. Dabei kann ich so vorgehen, dass ich den Benutzer hinzufüge, aber auch, dass bereits vorhandene Benutzer entsprechend eingerichtet werden. Ich gehe nun davon aus, dass ich einen Benutzer hinzufüge. So lande ich nun auf dieser Seite. Ich kann hier einen Testnutzer anlegen, Benutzerkonto aktiv. Ich habe hier ein Passwort eingegeben, das ich im Folgenden zwar nicht mehr benötige, aber das kann man grundsätzlich hier auch angeben, weil in einigen Varianten das auch benötigt wird. Ich klicke nun hier auf VPN und auf Zugang auch aus dem Internet. Das Ganze muss ich übernehmen. Werde ich aufgefordert, ein Telefon zur Hand zu nehmen, das direkt an die Fritzbox angeschlossen ist. Hier muss ich nun diesen Code eingeben und der Benutzer ist angelegt. Habe ich kein entsprechendes Telefon zur Hand, so muss ich über dieses Menü gehen. Dabei kann ich dann eine Taste auf der Fritzbox betätigen, um den Benutzer anzulegen. Ich muss mich dabei also in der Nähe meines eigenen Routers befinden. Und der Testnutzer ist damit angelegt und es wird auch gezeigt, dass es sich hier um eine VPN-Verbindung handelt. Will ich den Benutzer abermals bearbeiten, so kann ich das über diesen Button durchführen. Nun gehe ich zurück auf Internet, Freigaben auf VPN und ich kann an dieser Stelle nun den Testnutzer sehen. Und zwar mit der Adresse, mit deren Hilfe ich ihn aus dem Internet heraus aufrufen kann und mit seiner sogenannten virtuellen IP-Adresse. Das ist eine Adresse aus meinem Heimnetz-IP-Bereich. Damit wird dann eben über die VPN-Verbindung der Benutzer so agieren können, als würde er sich im eigenen Heimnetz, also quasi zu Hause,
befinden. An dieser Stelle kann ich nun die einzelnen VPN-Verbindungen und Einstellungen sehen. Klicke ich da drauf, so werden mir eine Menge Daten angezeigt, nämlich genau die Daten, die ich auch benötige, um mein Smartphone entsprechend einrichten zu können. Das ist der VPN-Typ, hier oben angegeben, der Name der Verbindung, die Serveradresse, hier ganz wichtig, ein Gruppenname, Testnutzer, ein Schlüssel, der hier angegeben ist und ein Nutzer-Account, wiederum Testnutzer. Und das Passwort, das wird hier tatsächlich nicht direkt angezeigt. Hier unten wird nun noch erwähnt, was ich auf meinem Smartphone zu tun habe, um dort von dort aus die VPN-Verbindung herstellen zu können. Ich werde nun im Folgenden zeigen, wie das Ganze unter Android geschieht. Hier sehen wir die entsprechende Anleitung für Apple iOS. Ich habe das Ganze auf meinem Google Pixel durchgeführt, möchte aber hier ausdrücklich darauf hinweisen, dass die aktive VPN-Verbindung durchaus andere Verbindungen stören kann, die ich über mein Smartphone aufzubauen versuche. Bei mir funktioniert zum Beispiel die Banking-App nicht mehr, wenn ich die VPN-Verbindung aktiviere. Man sollte die dann später also nur wirklich aktivieren, wenn man tatsächlich über die VPN-Verbindung Daten abfragen möchte. Auf meinem Smartphone muss ich nun über Einstellungen in den Bereich Netzwerk und Internet gehen. Und dort runterscrollen bis auf VPN. Habe ich VPN angewählt, so werden mir hier die aktiven VPN-Verbindungen angezeigt. Ich habe das hier ausgeblendet. Und an dieser Stelle kann ich nun eine weitere VPN-Verbindung anlegen. Nachdem ich darauf geklickt habe, sehen wir nun dieses Menü. Hier muss ich nun einige Einstellungen vornehmen. Ich konnte bereits vorhin sehen, dass ich eine IPsec-Verbindung durchführe. Und genau das habe ich hier entsprechend eingestellt, also hier PSK. Außerdem sind weitere dieser Daten hier einzugeben. Wir sehen hier nun die Einstellung, die ich auf meinem Smartphone vorgenommen habe. Das ist einmal die Serveradresse. Ich habe hier Testnutzer eingegeben und hier musste ich den entsprechenden Schlüssel eingeben, der das Ganze verschlüsselt und das muss natürlich auch auf dem Smartphone bekannt sein. Möchte ich nun tatsächlich diese VPN-Verbindung aufbauen, so klicke ich hier auf durchgehend aktives VPN und speichere nun den ganzen Vorgang. Gehe ich nun zurück auf das VPN-Menü auf meinem Smartphone, so wird mir hier der Testnutzer angezeigt und es wird hier auch angezeigt, dass VPN immer aktiviert ist. Das Ganze kann ich dann auch feststellen, wenn ich in meinen Browser gehe auf meinem Smartphone, bei mir ist das Google Chrome, und gebe dort die IP-Adresse ein des Gerätes, deren Daten ich abfragen möchte. Das ist bei mir das Menü für die Abfrage der Zählerdaten. Dafür muss ich zu Hause diese IP-Adresse eingeben. Durch die VPN-Verbindung kann ich das aber nun auch aus der Ferne tun und bekomme dann tatsächlich genau diesen Zugriff. Dass VPN aktiviert ist, erkenne ich an diesem VPN-Schlüssel an dieser Stelle. Genauso kann ich dann eben auch die IP-Adresse meiner Ahoi DTU eingeben und deren Daten aus der Ferne abfragen. Wie bereits gesagt, ich sollte unbedingt die VPN-Verbindung abschalten, indem ich wieder in den Testnutzer gehe und dort VPN immer aktiv deaktiviere. Denn sonst werden andere Verbindungen gestört und das Ganze geht auch mit einem erhöhten Datenverbrauch und den dazugehörigen Nachteilen einher, zum Beispiel höherer Akkuverbrauch, höhere Kosten für die Datenübertragung. Ja, soweit zum Thema, eine VPN-Verbindung zu meiner Fritzbox herzustellen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit dem Video helfen und ich hoffe natürlich, es hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.